Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dwarfgang. Wie immer zocken wir jetzt Online-Turnier im Silber-Clash-Pokal. Ja, man bekommt 2000 Münzen und wir wollen das natürlich gewinnen. Ja, und jetzt sehen wir auch schon der Gegner. Der hatte Inturube LF, 90 Pace, Paulinho Berardi in Form. Der kostet so 50k, ist ein sehr guter Spieler. Dann hatte der noch als ZDM Alan. Emerson, sehr, sehr starker Innenverteidiger und den schnellsten Linksverteidiger, den es gibt in der Serie A mit 90 Pace. Und jetzt kommen wir auch schon zu der ersten Chance. Beister, der ein sehr, sehr guter Spieler ist, auf Aquino, der leider nur Pace hat, macht eine Flanke auf Uche, aber der Torhüter pariert den noch im letzten Moment. Schade, das war eine sehr gute Aktion. Und jetzt Alan, der nur Pass hat, hat glaube ich nur 50 Tempo, war in diesem Spiel sehr schlecht, aber dafür Inturube. Ein sehr, sehr guter Spieler mit 90 Tempo. Hat mich in diesem Spiel richtig überzeugt. Der macht eine Flanke auf Jorginho, aber der, mein Torhüter Raphael Wolf, Team aus Ubi, guckt nur hinterher. Was für ein toller Pass auf Beißer. Der dreht sich und nimmt die direkte Abnahme. Tor in der 37. Minute. Hier sehen wir das nochmal. Toller Pass auf Beißer. Der dreht sich einmal und schießt. Was für ein Tor. Kann ich euch nur jedem empfehlen, Beißer. Und jetzt in der 61. Minute. Was für ein Pass vom Gegner. Inturbe Pace durch. Ich komme da schon her mit Paniert. Der macht ein paar Skillmoves. Aquino kann den nicht stoppen. Er macht eine Flanke auf Berardi. Berardi, oh, knapp drüber. Was war das? Und jetzt kommt Maximilian Arnold. Der passt auf Aquino. Pace dich durch. Macht eine Flanke auf Uche. Aber der Torhüter kommt leider noch wie in der Chance davor im letzten Moment dran. Das war eine sehr tolle Chance. Juan Carlos, nochmal auf Juan Malanda, der auf Arnold. Passiert da noch was? Ja, aber da passiert nichts mehr. Schade. Und jetzt in der 88. Minute auf Pass Berardi, der Team aus dem Weak-Spieler. Überzeugt mich richtig auf Paulinho. Der macht eine Flanke auf Inturbe und da passiert das Tor. Kann Raphael Wolfs Team aus dem Weak nicht mehr hinterher schauen. Passiert das schon wieder, dass wir wieder verlieren. So wie im letzten Spiel in der 120. Minute. Jetzt Juan Carlos macht eine Flanke auf Uche, der mit dem Fokus hier. Aber Emerson klärt noch leider. Das war eine sehr, sehr tolle Chance. Und jetzt Uche und Beißer sind ein Traumduo. Uche passt, Beißer bekommt noch. Schieß, was für ein Hammer in der 107. Minute. Tolles Tor von Maximilian Beißer. Schade, dass er nicht verletzt ist im echten Leben. Sonst wäre HSV nicht so weit unter drin. Und jetzt nochmal Beißer mit so einem Schuss. Aber der wird von Demeyo abgeklärt. Und macht Julian Malanda mit dem Koffer und Uche mit dem Fallrückzieher. Oh, was für eine gute Chance. Und da war das Und da ist das Spiel auch leider vorbei. Ich verabschiede mich auch schon wieder bei Dwarf Gaming. Lasst ein Like da und ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Dwarf Gaming.